So, da wären wir wieder. Lassen wir die Zwerge gleich mal fleißig weiterarbeiten. Und wir haben jetzt inzwischen nur zwei Betten. Warten wir noch kurz. Aber wie ihr sehen könnt, hier sind schon zwei Betten in Betrieb, sozusagen, von zwei Zwergen. Das heißt, es ist schon Bedarf da. Denn bisher haben die sich einfach irgendwo zusammengerollt und hingelegt. Aber so ein Bett ist doch schon was Schönes. So, einer wurde wieder von einem riesigen Schwamm unterbrochen. Aber eigentlich warte ich gerade drauf oder lauere darauf, dass er hier aufsteht. Weil dann will ich mal ganz kurz mit V auf ihn raufgehen. Und dann Z-Zustand. Enter Gedanken. So, das ist Liberty Denied. Er war in letzter Zeit glücklich. Er hat ohne einen ordentlichen Raum geschlafen. Das ist jetzt komisch. Er hat im Dreck geschlafen. Also erstmal ist Liberty Denied eine Frau, fällt mir gerade auf. Und sie hat vor kurzem mit einem Lover gesprochen. Okay. Keine Ahnung, wer da mit wem jetzt gerade zusammen ist. Hat gemeckert über den Mangel an Stühlen. Okay. Komischerweise steht hier jetzt nicht, dass sie einen positiven Gedanken bekommen hat, weil sie in einem Bett geschlafen hat. Das finde ich komisch. Aber es kann sein, weil hier ja schon zwei negative Gedanken sind, dass das dann irgendwie aufgehebelt wurde oder so. Müssen aber in der Zukunft mal ein bisschen drauf achten. Na gut. Escape, escape, escape. So, also dann weiter. Die Miner sind immer noch am Ausgraben. Das Holz wird hier vorne abgebaut. So weit, so gut. Wir haben jetzt schon ein paar Mechanismen. Das heißt, ich baue jetzt mal ganz kurz hier unten beim Steinmetz. A und dann Floodgates. Davon brauchen wir sechs Stück. Die werden jetzt zwar aus dem orangenen Stein gebaut, aber das soll mir dann auch recht sein. Das kann man ja später alles immer noch ändern. Das ist ja das Schöne, man kann fast alles wieder so herstellen, wie es vorher war. Das Einzige, was man halt nicht machen kann, ist natürlich ein Gestein wieder aufbauen. Oh, und eine wichtige Nachricht. Hier oben seht ihr gerade. Also das Spiel wurde angehalten, Nachrichten kommen jetzt hier rein, eine Karawane ist eingetroffen. Und man sieht schon hier einen Karren mit einem Zwerg drauf und zwei Zugochsen. Die machen sich jetzt auf direktem Wege zu unserer Festung. Das heißt, ich versuche jetzt mal unsere Festung wiederzufinden. Ich scrolle erstmal nach ganz unten. So, hier ist der Eingang zu unserer Festung. Jetzt müssen wir da eine Menge machen. Also eigentlich wollte ich in der letzten Folge ja schon meine letzten Zwerge benennen oder das Militär anfangen. Aber das muss jetzt alles warten. Zuallererst drücke ich mal ganz kurz Shift-H für Hotkeys. Drücke jetzt Plus, um runter zu scrollen. Nein, ich drücke jetzt F2, um den zweiten Hotkey anzuwählen. Der erste Hotkey war bei unserem Wagen, den es hier lange nicht mehr gibt. Das heißt, ich könnte eigentlich auch F1 drücken und den hier überschreiben. Ich ändere jetzt den Namen mit N zu Eingang. Und ich drücke jetzt Z, damit auch hierher gezoomt wird. So, das heißt, ich teste mal ganz kurz. Ich gehe nach links, gehe ein bisschen nach oben und drücke jetzt F1. Und tada, ich bin direkt beim Eingang. So kann man halt Hotkeys setzen für die wichtigsten Punkte. Das war das Erste, was ich machen wollte. Das Nächste, was ich machen wollte, ist, ich drücke N für unseren Noble Screen. Gehe runter auf Bookkeeper, drücke S für Settings und stelle auf Lowest Precision, damit unser Gerogon nicht den ganzen Tag damit verbringt, alles up-to-date zu halten, sondern damit er jetzt Zeit hat, um auch Handel zu treiben. So, Escape, Escape. Nächster wichtiger Punkt. Ich drücke Q, gehe über das Trade Depot. Hier haben wir jetzt drei Optionen. Wir können erstmal mit G Gegenstände hierher bringen. Wir können mit R einen Trader dazu bewegen, hierher zu kommen. Das drücken wir auch gleich mal. Zack. Wir haben jetzt einmal gedrückt. Jetzt steht hier Trader requested at the Depot. Also es wird ein Händler angefordert für das Depot. Der nächste Punkt wäre, nur der Broker, also der Noble, der Broker ist, darf Handel betreiben. Wenn ich jetzt B drücken würde, drücke ich einfach mal, steht hier, jeder darf Handel betreiben. Aber das will ich nicht, also drücke ich wieder B. Weil wenn jeder Handel treiben kann, dann ist nicht unbedingt einer mit einem hohen Skill dabei und man wird den über den Tisch gezogen. Das ist also nicht gut. Das heißt, wir haben jetzt R gedrückt, damit der Trader requested ist, also angefordert. Jetzt drücken wir noch G, damit wir auch Sachen haben zum Tauschen. Also G. Jetzt kommt ein neuer Bildschirm und hier werden jetzt alle unsere Sachen aufgelistet. Aber auch wirklich alle. Jedes Fass, jeder Stein und so weiter. Das heißt, wir müssen hier erstmal durchscrollen,
was wir dann vertauschen wollen. Das heißt, ich gehe einfach mit den Pfeiltasten runter auf Crafts. Und hier sehen wir jetzt ein Zepter, eine Krone, noch ein Zepter, ein Amulett und so weiter. Wir sehen aber auch zwei Bins, also zwei von den Körben, die voll sind mit Crafts. Das heißt, ich kann einfach mal V drücken und dann sehen wir hier, in dem Bin ist das alles drin. Das heißt, wir wollen auf jeden Fall schon mal den Bin haben und wir wollen den Bin haben. Und das soll auch erstmal reichen. Escape, Escape. So, jetzt haben wir den Trader requested, also den Broker requested, dass er hierher kommen soll zum Depot. Wir haben dafür gesorgt, dass unser Broker, also Gerogon, nichts zu tun hat. Und ja, wir haben das Wichtigste jetzt schon gemacht. Jetzt warten wir einfach ab, bis die Karawane ankommt. Und hoffentlich Gerogon jetzt auch wirklich Zeit hat. Denn es kann auch gut sein, dass er jetzt das als Möglichkeit nimmt, einfach mal ein Schläfchen zu nehmen. Weil er ja den ganzen Tag arbeiten musste. Das wäre nicht so schön. Aber die Händler bleiben eigentlich eine ganze Weile da. Das heißt, man muss schon arg Pech haben, dass sie dann wieder abhauen, bevor man Handel treiben konnte. So. Noch sehe ich keinen von denen. Und man sieht auch hier schon im Trade Depot jetzt da ein Bin und da ein Bin. Also diese X'e, das sind hier die Körbe. Das heißt, unsere Waren sind schon mal da. Jetzt fehlt nur noch unser Broker. Wo ist unser Broker? Ich glaube, das da ist Gerogon. Ja, Gerogon schläft. Ja, Timing ist alles. Na gut, kann man nichts ändern. Wenigstens schläft er jetzt, bevor sie eingetroffen sind. Also noch laufen die Händler von den anderen Leuten ja zu unserem Depot und müssen da erstmal ihre Waren aufstellen. Das dauert auch eine Weile. Also mit etwas Glück sind die Händler fertig, wenn Gerogon auch wach wird. Und jetzt seht ihr auch hier, dass ganz viele Items darauf gestellt werden. Und, er ist wach geworden. Sehr schön. Warten wir noch kurz. Und jetzt drücke ich einfach mal Q und gehe über das Depot, in der Hoffnung, dass wir schon Handel treiben können. Und jetzt haben wir hier eine neue Option. Vorher hatten wir nur G, R und B. Jetzt haben wir auch T hier. Das heißt, ich drücke T. Wir bekommen aber eine Absage. Die sind immer noch dabei abzuladen. Na gut. Und ja, ich sehe gerade, hier kommen ja noch zwei Wagen dazu. Also eben gerade waren hier nur zwei Zwerge mit Eseln, die haben ihre Waren abgeladen und jetzt kommen noch zwei große Wagen hinterher. Also die scheinen echt viel Zeug zu haben, um Handel zu treiben. Das ist sehr gut. Vor allem ist es auch ungewöhnlich, denn normalerweise kommen nur so ein, zwei kleine Esel. Dann treibt man ein bisschen Handel mit einer gewissen Rasse, also jetzt in dem Fall mit den Zwergen. Und dann merken die sich das, wie viel Handel man treibt. Wenn man ganz viele Sachen von denen kauft und selber ganz viele Sachen verkauft, dann sehen sie, oha, da ist ein guter Handelspartner, schicken wir nächstes Mal mehr Waren. So, pausieren. Gucken wir mal, ob wir jetzt Handel treiben können. T und ja, das ist der Handelsbildschirm. So, hier oben ist einfach nur eine Willkommensfloskel. Hier sehen wir unsere Items und wie viel die wert sind. Alles, was hier vor dem Sternchen ist, ist der Wert. Und hier sehen wir die Sachen, die wir ertauschen können, die also die Händler dabei haben. So. Das heißt, wir können jetzt einfach die ganze Kiste auswählen mit Enter. Denn würden alle Sachen, die in der Kiste sind, zum Handel angeboten werden. Aber da ich meine Kiste gerne behalten würde, markiere ich einfach jeden Gegenstand einzeln, der in der Kiste ist. Das ist zwar ein bisschen Klickarbeit, aber dadurch spare ich einen Holzbalken und Holz ist mir wichtig. Außerdem ist es eine gute Angewohnheit, falls man inzwischen durch mal mit Elfenhandel betreibt, damit man nicht aus Versehen die Holzkiste vertauscht und den gleichen Krieg anzettelt. So, das wird alles vertauscht. Und das war jetzt der Inhalt unserer zwei Kisten. Ihr seht hier auch, die Gegenstände sind unterschiedlich viel wert. Das hängt nicht damit zusammen, was für ein Gegenstand das ist, sondern es hängt primär von der Qualität ab. Also die Gegenstände, die kein Symbol davor haben, das sind also die einfachen Gegenstände, die sind nur 10 wert. 10 Zwergendollar. Die, die dieses Feld davor haben, sind 30 wert. Die, die den Strich davor haben, sind 20. Die, die den Stern davor haben, 40. Und die, diesen dickeren Balken davor haben, 50. Also die Reihenfolge der Qualität ist gar nichts, Strich, dunkler Balken, Sternchen, heller Balken. Ja, das muss man sich mit der Zeit dran gewöhnen. Das ist auch von Grafikpack zu Grafikpack unterschiedlich. Und ja, also wir haben jetzt einen Wert von 1590 Zwergendollar. Dafür können wir einkaufen gehen. Also gucke ich mal hier auf der linken Seite, was sie so Schönes im Angebot haben. Sie haben Stahl im Angebot. Stahl ist schon mal sehr schön. Aber wir haben eh noch keine Schmiede am Laufen, deswegen könnten wir damit warten.
Ich scroll mal weiter runter. Worum es mir jetzt primär geht, ist eigentlich Holz. Weil das ist sehr billig und kann man immer gebrauchen. Und Essen. So, jetzt haben wir noch lauter Schmuckstücke. Zum Beispiel hier haben sie eine bronzene Puzzlebox. Das ist einfach nur Spielzeug. Aber da es aus Bronze ist, kann man sich das jetzt kaufen und kann das in der Schmiede, besser gesagt in der Schmelze, später einschmelzen, um so an das Metall ranzukommen. Das ist eine sehr gute Taktik, wenn man auf seiner eigenen Karte nicht besonders viel Metall hat. So, oh, wir haben hier noch Tiere. Tiere, also zum einen braucht man Tiere ja zum Schlachten, um an das Fleisch und die Knochen ranzukommen. Zum anderen haben die Zwerge ja aber auch Vorlieben. Und manche von den Vorlieben sind jetzt Tiere. Also nicht, was die komischen Leute unter euch jetzt denken mögen, sondern die gucken die einfach nur gerne an. Das heißt, man sollte von jeder Tierart auch ein Tier mindestens da haben, damit es bestaunt werden kann. Also könnten wir jetzt das Ding hier kaufen oder einen Jack oder was weiß ich. Aber die kosten auch gleich wieder 220, 150, das will ich mal das noch aufsparen. Wir haben hier noch drei Käfige, wollen wir auch nicht haben. Hier haben wir Zwergenwein für 60, das nehmen wir nochmal. Und noch ein Fass und noch ein Fass und Hundeblut wollen wir nicht. Hier haben wir auch was recht Interessantes. Hier haben wir ein Birkenfass, das kostet 490. Ja, es ist von guter Qualität, also die zweite Stufe, aber dann ist hier hinter noch etwas. Und dieses noch etwas zeige ich euch jetzt mal. Ich drücke auf V für View Good und drücke auf V für Description. Dann steht hier, dies ist ein gut gecraftetes Birkenfass. Aber jetzt kommt der Hammer. Das sind diese eckigen Klammern drumherum. Es ist encrusted, ist Muscheln encrusten den Boden von Schiffen. Also es ist bewuchert mit Radiant Cut Smoky Quartzes. Das sind Edelsteine. Also es ist überwuchert mit Edelsteinen und dennoch verschnörkelt mit Streifen aus Stahl. Ja, das ist ein sehr interessantes Fass. Das wollen wir schon mal nicht haben. Aber solche Sachen gibt es auch. Und so kann man später auch recht viel Geld machen. Also man nimmt einen recht ordinären Gegenstand und verschönert ihn einfach mit Edelsteinen und Metallen und kann ihn dann vertauschen. Wenn man denn Edelsteine und Metalle über hat. Aber gut, ich weiche wieder ab. Wir wollen weiter gucken. Ich kaufe nochmal Zwergenwein. Das kostet auch nur 60. Und dann sparen wir uns ein bisschen was an Kräutern und Fässern. Außerdem, selbst wenn wir den Zwergenwein ausgetrunken haben, haben wir immer noch das Fass. Also bekommen wir hierdurch quasi Alkohol umsonst und das Fass dann dazu. Also umsonst. 60 ist recht wenig. Normalerweise vertausche ich nicht ein, zwei Kisten, sondern mal eben 10, 20 Kisten. Weil man später halt sehr schnell sehr viele Crafts herstellen kann. So, aber ich guck mal weiter. Zwergen-Ale nehmen wir auch noch mit. Waffen hätte ich eigentlich auch noch ganz gerne. Also vor allem Äxte. Aber hier sind keine guten dabei. Also hier ist eine Trainingsaxt, aber die ist aus Holz. Die könnten wir jederzeit auch selber herstellen. Obwohl, da müssten wir Holz verbrauchen. Ja, die Trainingsaxt nehme ich mal mit. So. Ein Bronzespeer. Wollen wir alles nicht. Eisenschuhe. Ja, Rüstung wäre echt schick, aber die kostet auch zu viel. Weil wir haben momentan nur Sachen im Wert von 241 ausgewählt. Das heißt, der Händler würde jetzt einen Gewinn machen von 1349 und dann wäre er tierisch glücklich. Und es ist auch wichtig, dass die Händler glücklich nach Hause gehen. Also man sollte mindestens so 50-100% Profite ihnen geben. Jedenfalls mache ich das meistens so. Später hat man eh genug Sachen zum Tauschen. So, ein Bronzeschild für nur 135, das nehme ich doch mal mit. Und zwei Bronzeschuhe, die nehme ich auch mit. Für nur 70, das ist ein Schnäppchen. Ein Bronzehelm für 60 auch. Ein Eisenhelm für 120 kann auch mit. Und schon sind wir fast bei meinen 100% Profit. Das heißt, wir nehmen noch eine Kiste mit. Ein Beutel aus Spinnenseide. Oh, ein paar Samen für Sweetpots, die kann man auch gut gebrauchen. Und noch eine Kiste, noch ein Beutel. Und ich scroll mal runter. Oh, die haben auch Leder im Angebot. Hier sieht man gerade eine ganze Kiste voll mit ganz vielen verschiedenen Ledersorten. Aber ich mag eigentlich nicht verschiedene Ledersorten zu haben. Eigentlich schlachte ich ja meine Hunde, wie gesagt, um an das Fleisch ranzukommen.
Und dann habe ich ganz viel Hundeleder über. Und daraus mache ich dann alle meine Sachen, damit alle einheitlich angezogen sind. Also die tragen dann alle Hundelederrüstungen und Hundeköcher und Hundeschuhe und was weiß ich. Aber wir könnten die Sachen jetzt kaufen, um unseren Lederer, also den Zwergen, der das Lederhandwerk beherrscht, um den ein bisschen zu skillen. Und ich glaube, das mache ich auch mal. Wir haben zwar noch keinen, der das macht, aber das ist nur eine Frage der Zeit. So. Genauso haben wir hier auch kistenweise Stoff. Noch mehr Stoff. Noch mehr Leder und, oh, das habe ich ganz vergessen. Ein Schmiede-Amboss. Den nehmen wir auf jeden Fall auch mit. So, schon hat er nur noch 500 Profit. Das soll uns dann auch erstmal reichen. Ich scroll nochmal ganz kurz runter, ob hier irgendwo noch ein Riesenschnäppchen ist. Und, oh ja, hier ist Schnäppchen ohne Ende. Nämlich Fische. 5 Fische für 10 Zwergendollar. Das heißt, die nehme ich alle mit. Zack, zack. Dafür muss ich dann eventuell noch ein paar von den Rüstungsteilen wieder rausnehmen, damit der Zwerg auch genug Profit hier macht. Aber jetzt haben wir gleich richtig, richtig, richtig viel Essen, dass wir alles schön verkochen können. Oh, haben die viel dabei. Deswegen hatten die 2 Wagen dabei. Ist alles voll mit Plump-Helmets und Wasserschildkröten und Fischen und was weiß ich. Ja, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. So, jetzt seht ihr aber schon, der hat nur noch 29 Profit. Das geht gar nicht. Das heißt, ich scroll wieder hoch. Und such irgendwas Teures, was wir nicht unbedingt brauchen. Den Amboss brauchen wir unbedingt. Bei der Rüstung können wir ein bisschen Einschnitte machen. So, hoch, 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 hoch. Immer wenn hier ein T daneben ist, dann haben wir das vertauscht. Oder haben wir vor, das zu vertauschen. Das ist alles noch günstig, das ist okay. Hier haben wir das Bronzeschild. Den Eisenhelm lassen wir mal hier. Die beiden Schuhe lassen wir mal hier. Und den Bronzehelm. Hat er schon 350 Profit. Das ist so lala. Dann lassen wir nochmal einen Zwergen Ale hier und einen Zwergen Wein. So, jetzt hat der Trader einen Profit von 469. Ich hoffe mal, das reicht. Das heißt, wir drücken jetzt T. Und nee. Er meckert, wenn wir das so machen würde, dann mache ich nicht genug Profit. Also müssen wir noch mehr Sachen zurücklegen. Man kann übrigens auch schneller scrollen, indem man auf dem Keypad 3 und 9 benutzt. Damit springt man immer gleich eine ganze Seite. So, das heißt, das lassen wir hier, das lassen wir hier, das lassen wir hier. Ist auch alles Kleinkram, kann auch hier bleiben. Die Kiste voll mit Leder lassen wir auch hier. So. Und ein bisschen was von dem Essen lassen wir auch hier. So, jetzt sind wir fast bei den 100%. Jetzt drücke ich nochmal T, um zu gucken, ob er es jetzt nimmt. Man sollte das nicht zu häufig machen, denn wenn man öfters Absagen von ihm bekommt, dass er sagt, das ist ein scheiß Geschäft, dann haut er irgendwann einfach ab, weil er denkt, wir wollen ihn verarschen. Das wollen wir ja nicht. Also T und ja, wunderbar. Danke für die Geschäfte. So, Escape, Escape. Und jetzt können wir mit Q wieder über den Depot gehen. Wir können R drücken, damit unser Broker nicht mehr hier im Depot rumlungert. Und wir können G drücken, um die Kisten schon mal zurückzubringen. Also alles, was wir hier auswählen, wird zum Depot gebracht. Trading steht, das heißt, es ist im Depot. Und wenn da Pending steht, heißt, es wird zum Depot gebracht. Das kann aber schon mal raus. So. Escape, Escape. Und jetzt kommt gleich das nächste. Denn mit den Karawanen kommen meistens auch Diplomaten. Das ist jetzt unser Liaison für die Zwerge. Die kommen immer im Herbst und die kommen auch immer, egal wo man ist, auch auf der Insel. Das ist halt der Kontakt zu der Heimat. Das heißt, dieser Zwerg spricht jetzt mit Gerugon und fragt, was wir denn so brauchen. Und je nachdem, wie wir das gewichten, ich mache mal kurz Pause, je nachdem, wie wir gewichten, was wir brauchen, kommt davon dann mehr im nächsten Jahr mit der Karawane. Aber es ist dann auch teurer, weil wenn wir sagen, wir brauchen jetzt ganz dringend Hasenfleisch, dann reiben sich die Zwerge in der Heimat die Hände, liefern ganz viel Fleisch hierher, aber machen es dafür dann tierisch teuer. Also muss man gucken, wie viel man haben will und wie viel man gewillt ist, dafür auszugeben. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge, denn jetzt gibt es einen Cut. Also bis gleich.